Also, wir werden den Dark Waves ordentlich in den Hintern treten, wenn wir jetzt da runtergehen. Die Dark Waves sind nämlich die Diener der vier Könige. Und die wollen uns böse auf die Nase geben. Übrigens sind die Dark Waves auch ein Covenant. Allerdings nicht für die von den vier Königen, sondern von jemand anderem. Aber dazu komme ich dann, wenn wir die vier Könige besiegt haben. Was noch eine Weile dauern wird wahrscheinlich. Hoch. Ja, wir müssen hier runter. So. Und hier wieder hoch, nämlich zum Schleusentor. Das ist nämlich das große Tor da hinten, wo das Licht rein scheint. So, erstmal können wir noch mal kurz hier hoch. Oder auch nicht, weil das die falsche Seite ist. Ja. Da können wir runter zum Schleusentor. Ich will aber erstmal nach oben. Genau. Weil hier ist zum einen erstmal nichts außer eine hübsche Mauer, mit der wir nochmal nach Neulondo reinkotlotzen können. Aber auf der anderen Seite ist die Außenmauer, die wir auch begehen können. Ja, das Ding ist sicherlich richtig gut zum Verteidigen, die Brücke, wenn man hier oben zig Bogenschützen aufstellt und da runterschießt. Auf die Drachen, die man da unten übrigens sehen kann. Denn wir blicken von hier aus wieder aufs Drachental. Und auf der anderen Seite vom Drachental ist nochmal ein so großer Turm wie der hier. So. Kompositbogen und großer Pfeil. Das brauchen wir allerdings nicht. Ich habe es nur gerne eingesammelt. Weil der Kompositbogen ist eigentlich eher für Kurzdistanzkämpfe geeignet. Schneller als der Langbogen, aber nicht so gut. So, wir wollen jetzt hier abwärts und hier mit dem Schlüssel die Tür öffnen und den Schleusenhebel umlegen. Genau, diese Schleuse nämlich. So wird es in einer hübschen Zwischensequenz geöffnet. Und das Wasser wird ins Drachental abgelassen. Damit können wir das untere Neulondo betreten. Nämlich direkt hier über den Aufzug. So, sicherheitshalber, bis der Aufzug kommt, nochmal heilen. Weil unten in Neulondo geht jetzt der richtige Spaß los. Dumm. So, mal kurz umgucken. Hier war nichts drin. Erst einmal haben wir hier ein Massengrab. Und zweitens haben wir da den Kumpel hier. Au, 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 au. Genau. Komm ruhig her. Die Jungs sind nämlich keine leichten Gegner. Das sind nämlich die Dark Waves, vor denen wir gewarnt wurden, gerade eben noch. So. Und hier ist ein ganzes Massengrab voller gepanzerter und ungepanzerter Leute, Schädeln, Leichen. Hier. Das hier ist der wahre Grauen von Neulondo. Die Leute haben wahrscheinlich versucht, durch das Schleusentor durchzukommen, als es geschlossen wurde. Und sind hier jämmerlich ersoffen. Und zwar in Massen. So. Für uns geht es jetzt aber erstmal nach oben. Oh ja, guckt euch das an, wie viel 1000 verlorene Seelen.
Hier hinten ist nichts versteckt, soweit ich mich noch erinnern kann. Ja, genau. Tritt drauf auf die Schale. So. Hier müsste jetzt aber gleich wieder ein Darkwave kommen, genau. Es sind nicht viele auf diese Fläche verteilt. Wow. Genau. Was das Gemeine ist, ihre Schilde sind undurchdringlich. So, weg mit dir. Gut. Seele. Und die nächste Nebelwand schon. Denn jetzt betreten wir die Kirche, die wir oben betreten haben, wo ich euch die Truhe vorhin gezeigt habe. Okay, da kommt schon mal der erste Darkwave. Hier in der Kirche sind nämlich 3 Stück. So. Hau einmal ordentlich weg. Und ja, der Angriff, der ist böse. Das ist nämlich seine Lebensentzugshand. Au. Und ja, sie droppen auch was. Was ich immer toll finde, wenn sie es droppen. Sie droppen nämlich graue Brocken. Und von denen brauche ich ein paar noch. So, jetzt hole ich den Darkwave hier drüben. Dich da. Komm, dreh dich um. Puss, puss. Ja. Das war zu weit weg. Genau, stich zu. Und ich schlag zu. Schlag, Schlag, Schlag. Also ja, ihre Schlag-Kombo ist richtig böse, wenn man mal in so einer gefangen wird. Aber ansonsten können sie fast nichts. Oh ja. Und dort haben wir ein ganz großes Vieh, nämlich eine Mass of Souls. Die produziert diese kleinen explodierenden Köpfe. Genau. Und bespuckt uns mit Zeug. Ich find's blöd, dass sie sich dort verkeilt hat. Deswegen müssen wir gut aufpassen, dass wir nicht von ihrer Plauze getroffen werden. Und nicht von ihren Explosionsschädeln. Au. Nämlich dann passiert genau sowas. Und ja, die Mass of Souls benutzt einen richtig großen Speer. Um sich zu wehren. Genau, nehme ich den da. Wow. Die Mass of Souls ist zum Glück kein respawnender Gegner. Und das sieht man daran, dass sie 5000 Seelen gibt. So. Hier versteckt sich der letzte Darkwave in der Kirche. Genau, der meint, er könnte uns mit seiner Hand Leben entziehen. So, so, so. Seine Hand baut übrigens auch den Schutzschild auf. Und ja, er entzieht uns damit eigentlich Menschlichkeit. Denn die Menschlichkeit ist für die Dark Waves oder für die Four Kings ein sehr wichtiges Gut. Warum, das erkläre ich euch dann später auch nochmal. So, wir wollen uns hier allerdings erstmal fertig umsehen. Dazu geht es hier die Treppe hoch. So. Und jetzt sind wir... Nein, wir sind noch nicht ganz auf der Etage. Hier kriegen wir noch eine Ritterseele. Netterweise. Sondern wir sind eine Etage drunter oder drüber. Weiß ich jetzt gerade nicht ganz. Ne, eine Etage drunter. Entschuldigung.
unter der Kiste nämlich. Erstmal können wir hier lang gucken. Hier ist nichts. Also nichts Wichtiges jedenfalls. Und wir können hier hoch gucken. Ja, genau. Jetzt sind wir nämlich genau auf der anderen Seite von der Kluft, wo wir die erste Banshee getötet haben. Und hier ist eine Truhe für uns. Eine echte Truhe, keine Mimik. Mit der Riesenglut. Ja, die Riesenglut. Zur Waffen- und Pfadwandlung erforderliche Glut. Eine riesige Glut von bester Qualität. Wird von den Schmieden von Astora bearbeitet. Also ab zur Andre damit. Zur Verwandlung von Standardwaffen plus 10. Ermöglicht Verstärkung auf plus 15, ähnlich den legendärsten Waffen. Ja, diese Glut verhilft uns zu unserer Endwaffe sozusagen. Denn mit ihr können wir unser Bastardschwert auf plus 15 bringen. Und dann ist es wirklich die stärkste Waffe. Jedenfalls meiner Meinung nach. Mal kurz gucken, hier gibt es ja nichts mehr, nein. Also wieder runter. So. Hier gibt es noch eine Menschlichkeit zu holen. Und hier wäre der Aufzug wieder nach oben, die Abkürzung. Die schalten wir allerdings erst frei, wenn wir hier den Rest aufgeräumt haben. So, dazu geht es jetzt hier durchs Wasser. Und gleich wieder mit einem Dark Wave. Kuscheln. Ja, Schlag zu. Wow, das war nichts. Ah, das war nämlich gegen sein Schild geschlagen. So, das war schon besser. So, provozieren wir ihn mal. Oh, er springt weg. So, das ist seine Super-Kombo, der wir ausweichen sollten. Und seinem Handgriff. So. Noch ein grauer Brocken für uns. Einmal kurz trinken. Sicher ist sicher. Und dann durchs Wasser warten. Gut. Hier können wir die Seele eines stolzen Kriegers einsacken. Und wenn wir hier hingehen, sehen wir da drüben eine Brücke, die zu einem Turm führt. Merkt euch das mal. Hier draußen dürfte nichts mehr sein, soweit ich weiß. Nein. Sehr gut. Hier auch nicht mehr. Ja, ich habe mir die Gebiete schon beim ersten Mal durchspielen ziemlich gut eingeprägt. Hier geht es hoch in dieses Gebäude, was wir auf dem wir Ingvard getroffen haben. Sollten wir uns auch merken, dort geht es nämlich dann als letztes hinein. Geborstene rote Augäpfel. Und hier unten wartet noch ein Darkwave auf uns normalerweise. Genau. Wow, das ging auf sein Schild. Ah, das war daneben. So. Au. Gib mir doch Zeit, mich zu orientieren, du Mistkerl. So, genau. Krapsch mit deiner Hand zu. Das mag ich am liebsten. Und nicht ausweichen. Ausweichen ist doof.